Grüß Gott und herzlich willkommen bei Ländle TV. Der Tag heute mit folgenden Themen. Vorarlberger Fachtag für psychische Gesundheit in Götzis. Wahldiskussionen vor den Stichwahlen. Auftakt in Feldkirch. Und zum Abschluss, wie gewohnt, die Wetterprognose von Kachelmann. Corona strapaziert nicht nur die Gesundheit im körperlichen Sinne, die Krise hat auch psychische Auswirkungen. Und das nicht nur auf Erkrankte. Der Vorarlberger Fachtag für psychische Gesundheit setzte am Donnerstag einen unterstützenden Impuls für Ratgeber und Nehmer. Es gäbe keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit, so Landesrätin Martina Rüscher beim Vorarlberger Fachtag für psychische Gesundheit in Götzis. Speziell in Zeiten einer Krise sei es wichtig, über mentales Befinden zu informieren. Gerade im Zusammenhang mit den spektakulären Infektionszahlen und was weiß ich was, wird ein bisschen überlagert, dass gerade in Bezug auf Corona und vor allem im Beginn mit Lockdown und pipapo, die psychosozialen Folgen dieser Krise ganz gerne übersehen werden. Das hat aber auch einen ganz einfachen Grund, weil man aus der Forschung weiß, dass psychosoziale Folgen von Krisen immer erst zeitverzögert sichtbar werden. Insofern ganz wichtig, dass es diesen heutigen Gesundheitstag trotzdem gibt. Über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Anzahl psychisch erkrankter Personen sind sich die Fachkräfte einig. Der Bedarf an Unterstützung steigt, auch in Vorarlberg. Die Welle ist zu erwarten, wenn man hernimmt, dass man gewisse Risikofaktoren kennt für psychische Erkrankungen, gerade eben sowas wie soziale Isolation, Armut, Existenzgefährdung ist eben ein hoher Risikofaktor. Was ich wahrnehme, ist, dass gewisse Einrichtungen, Rad auf Draht zum Beispiel, Angebote stärker in Anspruch genommen wurden. Was wir gesehen haben, ist, es gibt schon Screening-Studien, wo es um die psychische Belastungen geht und so, und wo sich jetzt zeigt, dass vor allem Leute, die in Betreuungssituationen, also halt mit dem Schließen der Schulen, das war ganz besonders schwierig für die Leute, aber auch für Kinder und Jugendliche, dass die stärker belastet sind. Und ansonsten zeigt sich, ist die Corona-Krise eher wie ein Brennglas sozusagen. Also die Gruppen, die vorher schon Probleme hatten, sind jetzt auch stärker betroffen in Wirklichkeit. Speziell durch viel Zeit zu Hause und Homeschooling ergaben sich für Kinder und Eltern besondere Herausforderungen. Um einer möglichen psychischen Erkrankung vorzubeugen, gibt es von den Expertinnen und Experten Tipps für zu Hause. Finde ich es einerseits wichtig, dass ich auch auf mich selber gut schaue und achte. Das heißt auch negative Gefühle wahrnehme, möglicherweise benenne. Aber dass ich auf der anderen Seite auch Zeit für mich selber schaffe. Dass jedes Individuum in der Familie für sich auch Zeit für sich selber hat. Also es gibt durchaus erstens einmal die Möglichkeit, Beratungsangebote, die weiterhin zur Verfügung stehen, in Anspruch zu nehmen. Also es soll einfach Ermutigung stattfinden, dass man sich traut, Hilfe zu suchen. Und wenn man wirklich akut wahrnimmt, ist mein Appell immer, reden drüber. Also sei es mit Freunden, sei es mit professionellen Angeboten, das Reden ist das Wichtige. Nicht verheimlichen, nicht tabuisieren und rausgehen damit. Dann gibt es auch Hilfe. Der Fachtag gilt als Auftakt, um Fachkräfte zu vernetzen und psychosoziale Beratungsangebote aufzuzeigen. Alle Anlaufstellen sind auch online bereitgestellt unter vorarlberg.at. Nach der Wahl am Sonntag geht es in 6 Gemeinden und Städten nun an die Stichwahlen für den Bürgermeister. Gemeinsam mit den Vorarlberger Nachrichten und Voll.at produziert Ländle TV dazu kurze Diskussionen und Analysen im Live-Format. Am Donnerstag fing es mit den beiden Kandidaten aus Feldkirch an. Wolfgang Matt und Daniel Allgäuer. Diese zwei Kandidaten kämpfen nun um den Bürgermeistersessel in der Montfortstadt. Voll.at-Chefredakteur Marc Springer und Birgit Entner-Gerhold von den VN führten durch die Stichwahldiskussion. Und es gab einiges zu besprechen. Also die Nachtgastronomie ist einer der großen Verlierer der Pandemie. Und ich sehe im Moment ganz wenig Licht am Ende des Tunnels, dass dieser Flair,
diese Möglichkeiten der Nachgastronomie in Feldkirch in der Form in kurzer Zeit wieder kommen kann. Wir haben uns das in einer Stadtratssitzung auch entsprechend angeschaut. Es gibt schon Unterstützungsmöglichkeiten, vor allem für diese Gastronomie, Nachtgastronomie, die sehr, sehr großen Schaden nehmen. Es gibt die Bereiche über die Gastgärten in der Gastronomie selbst. Es gibt aber auch die Möglichkeit, über die Kommunalsteuer möglicherweise zu reagieren. Und da wurde das so vereinbart und das tragen wir auch mit, dass wir am Ende des Tages, wenn das soweit ist, anschauen, inwieweit es hier Umsatzrückgänge gibt und dann entsprechende Entscheidungen fällen von seitens der Stadt Feldkirch. Was früher noch gut war, im Mittelalter der Zuzug nach Chur, vom Adelberg nach Chur und von Konstanz her, erweist sich natürlich mit zunehmender Entwicklung der Gesellschaft als immer schwieriger. Daher ist nicht weit weg, dass man wie jede andere Stadt auch ganz intensiv auf der Suche war nach Umfahrungsmöglichkeiten. Und der Stadttunnel bietet diese Umfahrungsmöglichkeit. Und wir sind jetzt so weit wie noch nie. Herr Bürgermeister, es war schon Landeshauptmann Wallner, der gesagt hat, sämtliche Großprojekte gehören hinterfragt. Und da war auch der Stadttunnel Feldkirch mit dabei. Und man hat erst im Nachhinein korrigiert. Ich hätte mir allerdings einen Aufschrei vom Herrn Bürgermeister erwartet. So wie er Richtung Rauch sich auch zu Wort gemeldet hat, betreffend der S-Bahn nach Liechtenstein. Im Anschluss dann auch gleich die Analyse. Pascal Pletsch, Moritz Moser und Katrin Steiner-Hämmerle sahen sich die einzelnen Aussagen genau an. Also beide Kandidaten unterscheiden sich ja inhaltlich eher in Nuancen. Also es ging mehr jetzt darum, dem einen, also die Oppositionspolitik unterstellt natürlich immer der regierenden Partei, die Zügel etwas schleifen zu lassen, zu wenig aktiv zu sein. Und als Bürgermeister muss man dem entgegnen, dass man ja seriös arbeitet und eben eher lieber auf das Gesamtumfeld schaut, als wie nur auf die eigenen Interessen. Und das hat sich eigentlich für mich sehr stark durchgezogen, wobei beide sich als sehr auch bürgermeistertauglich präsentiert haben, weil sie ja sehr sachlich geblieben sind und sich wenig ins Wort gefallen sind. Ja, also ich sehe das auch so. Das Gespräch war sehr höflich getragen und eigentlich weniger konfrontativ. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ÖVP und FPÖ da mehr Schnittmengen haben, als wenn jetzt zum Beispiel eine Spitzenkandidatin von den Grünen in die Stichwahl eingezogen wäre. Bis Mitte nächster Woche gibt es Stichwahlduelle im Wahlstudio bei Rusmedia. Die eigentliche Wahl findet dann am Sonntag, den 27. September statt. Das war die heutige Ausgabe von Ländle TV Der Tag. Im Anschluss erfahren Sie noch, was uns mit dem Wetter erwartet. Danke für Ihr Interesse. Bis morgen wünschen wir Ihnen eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss. Das trockene und sonnige Spätsommerwetter setzt sich fort. Allerdings ist es nicht mehr ganz so warm wie in den letzten Tagen. Am Freitagmorgen gibt es im Rheintal Hochnebelwolken. Diese lösen sich im Laufe des Vormittags auf. Dannschein verbreitet die Sonne im Ländle. Am Nachmittag bilden sich über den Bergen beim Bregenzer Wald, Tannberg und Rätikon Quellwolken. Es bleibt aber verbreitet trocken. Die 0-Grad-Grenze liegt über 4000 Metern Höhe. Es gibt also sehr mildes Bergwetter. Im Rheintal werden bis zu 25 Grad, in Bezau 24 und in Schruns 23 Grad erreicht. Am Samstag gibt es erneut viel Sonnenschein im ganzen Ländle. Hochnebelwolkenreste über dem Rheintal lösen sich bald auf und die Temperaturen bleiben unverändert um die 24 Grad. Am Sonntag weiter sonnig und spätsommerliche 23 Grad. Im Laufe des Tages nimmt in den Bergen das Schauer- und Gewitterrisiko zu. Und auch am Montag bleibt uns das Spätsommerwetter bestehen mit um die 22 Grad.